Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Im Anbetracht der Tatsache, dass gleich irgendwann in nächster Zeit noch jemand an der Tür klingeln wird und mir hoffentlich ein Päckchen vorbeibringt, nämlich der Paketbote, habe ich mir gedacht, jetzt so eine lange Aufnahmesession XCOM, die ich eigentlich gerade machen wollte, das lohnt sich nicht so richtig, da will ich nicht mittendrin aufhören und dann irgendwie wieder raus sein und am Ende noch meine Leute verlieren und so. Deshalb spielen wir einfach eine Runde Binding of Isaac, jetzt so quasi als Lückenfüller-Aufnahme, damit ich überhaupt eine Aufnahme gerade habe. Und boah, würde einfach sagen, wir fangen mal an, wir spielen wieder ganz normal, wie immer und so und hoffen, dass es vielleicht wieder so ein guter Run wird wie letztes Mal. Mal schauen. Erstmal schauen, was wir überhaupt für einen Charakter kriegen. Es wird Kane. Es ist schon wieder Kane. Ich kriege immer Kane. Selbst wenn ich random drücke, bekomme ich Kane. Was auf der einen Seite natürlich ganz gut ist, weil ich mit Kane ganz gut klarkomme. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen langweilig, immer mit Kane zu spielen. Also beziehungsweise ist es vielleicht langweilig zuzuschauen. Ich weiß es nicht. Langweilig zu spielen ist es ja nicht. Weil es ist Kane, da schafft man das wenigstens. Also zumindest meistens, halbwegs, manchmal, vielleicht. Schauen wir mal. So grundsätzlich halt. Diesmal tatsächlich keine. Kein XXL-Keller. Oh, ein PhD. So richtig doll ist der jetzt nicht, oder? Der. Wobei. Ich überlege gerade ganz kurz, was der PhD genau machte. Der machte nicht alle Pillen gut, sondern. Oder? Sondern er erhöhte die Wirkung von Pillen. Irgendwie sowas in der Art, glaube ich. Bin nicht sicher. Nicht hundertprozentig zumindest. Erstmal möchte ich die Kiste dann doch haben. Erstmal. So, ist direkt wieder eine Bombe drin. Dann haben wir da noch ein Herz. Wunderschön. Nicht, dass ich das brauchen würde. Ich habe ja die das blaue Herz noch so als Puffer dabei. Noch ein Herz. Hey, hey, da wäre jetzt irgendwie sowas wie eine Arkade cool. Aber ich glaube, auf dem ersten Stockwerk eine Arkade ist ziemliches Wunschdenken. Dann haben wir da noch einen blauen Stein. Och ja, warum nicht? Gib mir mal den blauen Stein. Da ist eine neue Bombe drin und noch ein blaues Herz. Ich nehme es mal mit. Das war eigentlich dämlich, dass ich ganz am Anfang schon das blaue Herz da unten eingesammelt habe. Und theoretisch hätte ich das hier jetzt auch nicht einsammeln sollen, wobei es jetzt halt eh egal ist. Denn es ist ja schon clever, erstmal zu versuchen, die anderen zu verlieren. Das klingt ein bisschen blöd, zu versuchen, die Herzen zu verlieren, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ein Schlüssel, wunderschön. Doch ein recht großes erstes Stockwerk dafür, dass es nicht XL ist, ne? Muss man ja schon sagen. Ah. Schießt da durch einfach. Haha. So. Erstmal die Spinnen töten. Es könnte ja eine Trollbombe kommen und dann brauche ich die Kiste nicht mehr selber aufsprengen. Tut's leider nicht. Justice. Okay. Justice ist eigentlich nicht schlecht. Eine Pille. Das kann jetzt eigentlich nur eine gute Pille sein. Range up. Ja. Ne? Und Justice nehme ich auch mal direkt. Ist ja immer Kram mit drin. Eine neue Bombe und ein Schlüssel. Oh, Pride. Hallo, Pride. Ich bin dafür, du droppst mir nachher nochmal eine Pille. Ich glaube, jetzt eine Menge Pillen könnten mir... Oh, shit. Sehr helfen. Mit PhD und dem... Oh, shit. Es war unter Umständen blöd. Das auch. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht... Noch eine Bombe. Und Two of Spades. Spades war ein Schlüssel, glaube ich, ne? Ich das Ding jetzt benutze, habe ich 6 Schlüssel... Ich hebe es erstmal gerade auf. Und dann kann ich immer noch gucken. Jetzt habe ich hier tatsächlich noch überall Herzen rumliegen. Die wären ja schön gewesen. Wenn ich eine Arkade oder sowas gehabt hätte. Habe ich aber nicht. Stirb, du. Stirb. Versuche diesmal wieder mehr Schaden auf ihn zu machen. Direkt von Anfang an, damit ich nicht wieder von seinen Fliegen überrollt werde wie letztes Mal. Ja, das war wieder... Aua, Alter! Ich bin reingeslidet irgendwie. Verdammt. Das war schon ziemlich dämlich. Oh, ein 8-Ball. Der 8-Ball ist schön, der gefällt mir. Two of Diamonds. Ja, nehme ich tatsächlich eher die Two of Spades erstmal, weil die Two of Diamonds kann ich später vielleicht eher noch gebrauchen. So. Geheimraum ist nicht so richtig sicher hier. Könnte neben dem Shop sein, muss aber halt nicht. Ne. Ne. Da gehen wir nach unten. Das passt schon so. Gucken wir mal. Spinnen. Eklige. Aua, was war das denn? Ein komischer Sprung, hä? Böses Feuer. Böses Feuer.
So, hier oben, da könnte halt der Geheimraum sein, gleichzeitig. Und ich mache den Stein halt weg. Ich verliere schon wieder zu viel Leben eigentlich. Das ist nicht schön. Das ist doch auch schon wieder ein Scheißraum hier. Uah. Hilfe! Ich mag nicht. Blöde Spitze, wie weit die schon wieder gesprungen ist, ne? Uah. Das auch. Shit, shit, zu viele Spinnen. Sie springen zu weit. Manchmal springen die zu weit. Komm. Aha. So, wenn ich jetzt hier meine Bombe hinlege, dann spreng ich beides weg. Kabum. Ich lasse das Ding erstmal. Das mache ich auf. Oh, shit. So. Das blaue Herz lasse ich da gerade erstmal liegen. Wie gesagt, erstmal normale Herzen verlieren. Das ist cleverer. Wenn man denn überhaupt Herzen verlieren muss. Natürlich lieber die normalen verlieren, die sich wieder aufbauen lassen. So, komm, geh drauf. Danke. Und eine Bombe, eine neue. Und dann gehe ich tatsächlich erstmal den Boss machen. Es ist die Widow. Oh, oh, es ist, oh, oh, es ist eine böse Widow. Eine Champion Widow. Eine pinke Champion Widow. Die ist nicht ohne. Aber es ist die ekligste Widow, die man haben kann. Ja. Ja. Alter, Drecksviech, geh weg. Ich glaube, sie kann wenigstens nicht mehr neue von diesen komischen Pinöppeln basteln. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, ich sollte nicht auf den weißen Kram. Die ist nämlich flott, die Champion Widow. Oh, wovon habe ich gerade Herzen, also Leben verloren? Hä? Die war doch schon tot. Komisch. Ja, Speed. Njaum. Mehr Speed. Spinnen. Ist auch hier ein Spinnenstockwerk, wa? Zack, und ein Schlüssel. Naja, so viel brauche ich davon eigentlich gar nicht mehr. Aber gut. Eine Kiste. Warum nicht? So, und hier auch nochmal. So. Was haben wir denn da? Eine Bombe und eine Münze. Ja, warum nicht? Besser als gar nichts. Ich gehe erstmal wieder an dem Herz vorbei. Ich muss ja sowieso noch wieder dahin. Oh, shit. Ha. Sie beide erwischt damit. Cooler wäre natürlich, wenn ich das irgendwie so hätte machen können, dass ich vielleicht einen Geheimraum aufsprenge, aber nein. Besser als Leben zu verlieren, von daher bin ich damit erstmal zufrieden. Oh, das war gerade sehr close. Warum? Das sah so aus, als würde er vor mir weglaufen. Komischer Typ. Naja. 5 Münzen. Wir haben immer noch die Tour of Diamonds und können unsere Münzen verdoppeln. Der Bettler. Ich will den Bettler nicht. Der ist doof. Der klaut meine Münzen. Gibt mir dafür nur vielleicht Kram. Hm. Oder nehme ich den mal mit, einfach nur so, weil. Ach komm. Wir nehmen jetzt mal unseren Bum-Friend mit hier. Yay. Irgend so ein Typ, der meine Münzen klaut. Ich kann die ja immer noch schnell einsammeln, wenn ich sie tatsächlich haben möchte. Wobei ich ja für gewöhnlich eigentlich tatsächlich nichts kaufe. Also nicht so wirklich. Nur die Frage, ob sich das lohnt. Und er könnte zum Beispiel Münzen nehmen, die da jetzt dieser Pup hinterlässt, wenn man ihn denn treffen würde. Hallo? Ich möchte ihn gerne. Geht doch. Tut er aber gar nicht. Na gut, dann nicht. Okay, 5 Bomben. Wir könnten den Geheimraum suchen. Entweder hier oben oder... Der wird hier oben sein, oder? Ah. Und es sind 3 Münzen, die ich mir jetzt... Verdammt, er hat mir eine geklaut. Das meine ich. Und er hat mir nichts dafür gegeben. Die Sau. Damit kann ich mir jetzt nämlich nichts kaufen. Shit. Ich hätte ihn nicht nehmen sollen, wahrscheinlich. Naja. Mein Bum-Friend. Oder halt auch nicht. Curse of the Labyrinth übrigens. Nicht gut. Ich lasse die Kiste erstmal stehen. Kann ich theoretisch immer noch mir besorgen, wenn ich denn denke, ich habe die Bomben und Schlüssel übrig. Wow. Zu viele Spinnen. Many Spiders. Und so. Wow. Ey, komm. Ich will dich töten. Danke. Was haben wir denn hier? Oh, oh. Oh, oh, Dr. Fötus. Okay. Oh ja.
Oh ja, mehr Dr. Fötus. Hihihihi. Hihi. Ich liebe Dr. Fötus. Tolles Item. Yay. Hatte ich auch schon lange nicht mehr. So, kriege ich das irgendwie... Aber ich brauche die Bomben so nicht mehr. Das heißt, ich kann die jetzt... Nein, was machst du? Dämlicher Bam. Auf meine Bombe zu verschieben. Ich glaube, du spinnst. So. Kram, 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 Kram. Wie sieht's denn da unten aus? So Richtung Geheimraum? Nö, dann nicht. Dann lass es halt. Okay, größtes Problem jetzt wieder. Ich könnte mich halt selber töten. Mach die Dinger hier mal auf. So. Ach, ich kann nicht, stimmt, ich kann die auch einfach da raussprengen. Ha. Sehr gut. Ich spreng die einfach da raus. Wenn ich es denn hinkriegen würde. So. Das kann ich bei dem da auch noch machen. Nicht weiter rein. Das ist blöd. Was ist es überhaupt? Lack ab. Ja, da kann ich noch eine zweite. Nehme ich gerne. Warum nicht? Das muss ich jetzt nur noch irgendwie hinkriegen. Kriege ich aber nicht. So. Verdammt. Falsche Richtung. Naja, da kann ich es auch kriegen. Das passt schon. Ich hätte sie direkt nehmen sollen. Aber nee, Snizzle macht das ja in komischer Art und Weise. So, nochmal ein Lack-Up. Jetzt bin ich ganz schön grün. Wieso wird man eigentlich grün mit einer Lack-Up-Pille? Hat das was hier mit St. Patrick's Day und komischen Leprechaun-Viechern oder wie auch immer man die gerne nennt, zu tun? So Kobolde und so Kram. Könnte ja durchaus sein, ne? Oh, eine Missing Page. Ja, warum nicht? Schaden wird sie jedenfalls nicht. Oh, Herzen. Das kann ich gut gebrauchen mit Dr. Fötus. Das kann nämlich schnell in die Hose gehen. Gegen Spinnen übrigens auch, wenn wir schon dabei sind. Komm. Geh drauf. Mist, Spinne. Und der Bam hat mir wieder Geld geklaut. Cheeky. Cheeky Dude. Nicht vorsichtig. Vorsichtig ausweichen und so. Okay, da oben war der Geheim. Ach, wir brauchen auch noch den normalen Geheimraum. Okay. Shit, das hätte ich irgendwie cleverer machen müssen. Jetzt kommen wir nämlich da nicht mehr dran. Wobei, komm, geh mal dahin, Kumpel. Na, okay. Er gibt mir sowieso nichts. Hätte er aber ja können und das hätte dann hier landen können. Hätte, hätte, hätte. Und so. Das ist ein fieser Raum für Dr. Fötus. Da sprengt man sich schnell mal selbst. Okay, kein Geheimraum. Hier könnte eigentlich auf den Seiten irgendwie ein Geheimraum sein. Ne? So da. Nicht? Dann nicht. Und hier? Also hier habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Fällt mir gerade erst auf. So, hier war keiner. Hier vielleicht? Oder da. Oh, guck mal. Da ist er ja schon. Nö, das ist meins. Das ist erstmal schön meins hier. So, jetzt kann ich nämlich mit der Two of Diamonds erstmal in den Shop gehen. Und da theoretisch alles kaufen, was ich denn haben möchte, wenn ich was haben möchte. Das ist Greed. Den möchte ich nicht haben. Stier, Greed. Miau. Ja komm, den Rest kannst du haben. Oh, eine Pille. Cool. Dankeschön. Mensch ab. Yay. Und was ist das andere? Two of Hearts. Naja, dann benutze ich jetzt die Two of Diamonds. Jetzt habe ich sowieso genug Geld für jeglichen Shop, der noch in irgendeiner Art und Weise spawnen könnte. Was war das? Warum? Warum hat er die Two of Diamonds? Hä? Die Two of Hearts benutzt, meine ich. Was war das gerade? Ich habe das überhaupt nicht gedrückt. Aua, warum benutzt er das? Shit, das ist ein böser Raum. Das ist wieder ein nicht schöner Raum für Dr. Fötus gerade. Aber gehandelt, möchte ich es nennen. Geht eigentlich. Also ich habe relativ wenig Leben verloren. So, ich kann spenden. Und zocken. Das einzige Problem ist, ich kriege die Fliegen nicht tot mit Dr. Fötus. Oh Gott. Das ist scheiße. Manchmal kann ich hier... Ach Moment. Ja, nimm dir mal. Nimm dir mal Geld. Finde ich schon okay. Gehe jetzt erstmal hier rum und mache erstmal das Stockwerk fertig. Und dann gehe ich da noch irgendwie... Ich glaube, das wird hauptsächlich... hauptsächlich Shit spenden sein und nicht zocken, was ich da tue. Denn
Cancer, das funktioniert aber, glaube ich, mit Dr. Fötus nicht so richtig, oder? Kann man kurz gucken? Nee, nicht wirklich. Dann lasse ich halt die Missing Page. Ja, Vorsicht, böse Dudes. Bums. Na, ich muss dem Typen das lassen. Der Bam soll das doch haben, damit die, dann gibt der mir irgendwelche Items. Braucht doch den anderen Scheiß alles gar nicht. Sprengt die Spinnen, jagt sie in die Luft. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist jetzt nicht so. Wow, was war das denn? Was ist hier gerade mit dem Spiel los? Alter Schwede, was war das? Ich hab Angst. Ich hab dolle Angst. Vor denen auch. Shit. Stirb. Du auch da hinten, komm. Ist sogar gestorben. Nice. Und ein Match. Nee, die Matches, die brauche ich nicht. Ich habe doch genug Bomben. Ich bin doch eine Bombenmaschine gerade hier. Oh, das ist auch kein schöner Raum. Wenn man die am Anfang natürlich erstmal tot hat, geht's, aber. Trollbombe. Explodiert gerade alles hier. Ja, rums. Und hier? Geld? Möchtest du Geld? Boah, möchtest du Geld? Fein. Den kann ich mir gleich mal holen. Oh, Homing Bombs. Funktioniert das mit Doc Fötus? Ich weiß das gar nicht. Sind jetzt meine normalen Bomben Homing Bombs? Also die, die ich so normal schieße? Das wäre ja cool. Kann ich mal ausprobieren. Tatsächlich. Boah, das ist ja übel. Wie geil. Kaboom. So, jetzt kann ich erstmal. Arcade, die ist da hinten irgendwo. Dann muss ich mich erstmal ein bisschen runterspenden. Dann muss ich nochmal kurz gucken. Na komm, ich gucke mal erst, wie viele Leben ich hier noch so habe. Also, wir haben noch ein Herz. Und da oben liegen noch Herzen rum. Die ich theoretisch verspenden könnte. Könnte. Ein halbes. Also eineinhalb. Das kriege ich nicht. Das heißt, ich bin bei eineinhalb. Eineinhalb plus da hinten ist noch ein halbes, sind zwei. Und da hinten Richtung Boss ist auch noch. Weiß ich nicht. Da weiß ich gerade nicht, wie viele das sind, ist auch egal. Erstmal müssen wir uns jetzt auf ein Leben runter handeln hier. Spenden und dann passt das schon. So. Mein lieber Bam. Nimm mal Kram. Ein Herz. Das brauche ich eigentlich gerade gar nicht.